Fantax. Haben Sie Erfahrungen damit gemacht? Sind Sie ein Opfer? Haben Sie dort Geld investiert? Wollen Sie wissen, wie Sie Geld zurückbekommen können? Dann schauen Sie sich diesen Film ganz an und lesen vor allen Dingen auch den Bericht auf unserer Webseite dazu. Da finden Sie noch viel mehr Informationen, als ich sie Ihnen hier in diesem kurzen Film geben kann. Hallo, ich bin Annika Anwar-Jordas, Thema Fantax. Was ist das? Was steckt dahinter? Es gibt eine Anschrift in Rousseau, Dominica, im Karibik. Unter dieser Anschrift sind Tausende von ähnlichen Firmen registriert. Wenn man diese Anschrift weiß, dann weiß man gleichzeitig, es ist Betrug, Anlagebetrug. Also nicht sich darauf einlassen, nichts mehr bezahlen, es gibt kein Geld zurück, egal wie viel Steuern oder andere Nonsens-Sachen Sie noch bezahlen, Betrüger sind Betrüger, weil sie Betrüger sind. Was können Sie tun? Manche merken ja nicht einmal, dass sie betrogen worden sind, machen gar nichts. Viele schämen sich auch. Oder andere sagen, ich will meinem schlechten Geld nicht noch Gutes hinterherwerfen, was richtig ist. In ihrer Ratlosigkeit, möchte ich sagen, gehen manche zur Polizei. Nette Idee, führt aber nicht dazu, dass man sein Geld wiederbekommt. Denn der Strafanzeige soll im Idealfall der Bestrafung der Täter dienen. Dann aber klappt es auch. Aber es dient nicht dazu, dass wir Geld wiederbekommen. Und den Weg gehen wir. Wir verfolgen die Spur des Geldes. Follow the money. Und da sind wir ziemlich erfolgreich. Wollen Sie wissen, wie das geht? Dann rufen Sie mich an unter 030-885-9770. Oder besser noch, Sie füllen den Fragebogen aus, den Sie auf unserer Webseite finden. Sie bekommen dann von uns eine kostenlose Einschätzung, ob wir Ihnen helfen können. Wenn ja, was wir konkret machen und was es kosten würde, auch wichtig. Und mit dieser kostenlosen Einschätzung haben Sie dann eine Grundlage, auf der Sie Ihre eigene Entscheidung treffen können, warum das für Sie der richtige Weg ist. Bis dann.